Der Kampf gegen die Gelsen ist mühsam und am Ende steht man doch wieder mit vielen roten Flecken da. Nicht jeder möchte mit Gift um sich sprühen, darum greift man immer öfter auf Hausmittel zurück. Wir haben diese Mittelchen auf ihre Tauglichkeit getestet. Gelsenkampfmittel Nummer 1 – Kleidung. Oft wird zu langer, lockerer Kleidung angeraten, am besten in gedeckten Farben, weil die Plagegeister eher auf knallige Kleidung fliegen und durch die lange Kleidung nicht hindurchstechen können. Das mit der knalligen Kleidung stimmt. Gelsen fühlen sich davon regelrecht angezogen. Das mit der langen Kleidung stimmt allerdings nicht, denn die Gelsen können ohne Probleme durch die dünnen Stoffe hindurchstechen, besonders wenn sie anliegend sind. Anti-Gelsen-Mittel Nummer 2 – oft duschen. Gelsen fliegen geradezu auf Schweißgeruch. Darum sollte man besonders im Sommer öfter duschen. Das stimmt. Gelsen werden durch starke Gerüche, besonders Körpergeruch, angelockt. Dasselbe gilt allerdings auch für Duschgels, Körperlotions und Parfum. Daher oft duschen, aber keine stark duftenden Seifen verwenden. Anti-Gelsen-Trick Nummer 3 – für saures Blut sorgen. Knoblauch oder Vitamin-B-Präparate sollen die Blutsauger von innen her fernhalten. Fakt ist, diese Präparate halten vielleicht fit, aber die Mücken werden sie trotzdem nicht verschonen. Gelsenkampfmittel Nummer 4 – Fackeln und Kerzen. Sogenannte Gelsenkerzen sollen die Biester in lauen Abendstunden vertreiben. Das ist leider ein Märchen. Gelsen fliegen geradezu auf Licht und Wärme, egal wonach die Kerze riecht. Der Großteil der Theorien ist also falsch. Wurde man schon gestochen, so helfen Hausmittel sehr gut, solange sie kühlen. Zitronensaft, Zwiebel, Topfen und Co. neutralisieren und mildern den Juckreiz ein wenig. Vorsorgen kann man aber, wenn man weiß, wie die kleinen Biester so ticken. Also, die richtige Kleidung, oft duschen und Moskitonetze einsetzen. Dann müssen sich die Gelsen wohl andere Opfer suchen.